Nach mehr als 2 Monaten haben wir das Dinghy heute aus dem Wasser geholt und müssen es jetzt aber erst einmal schrubben. Ebenfalls braucht unsere Logge Zuwendung und muss zum Säubern gezogen werden. Ja, die dreht sich noch, aber die ist natürlich auch schön gewachsen. Es ist kurz nach 7 in der Früh. Der Wecker hat uns gerade geweckt. Es wird im Moment hell. Wir gucken mal hier raus. Die Moringen siehst du schon wieder nicht mehr. Die ist schon wieder auf Tauchschutz. Abgesessen. So, 2,5 Tage stehen an. Knapp 300 Meilen, gerade Linie. Wir sind gespannt, wie es klappt. Wie es wird, ja. Momentan sieht es ganz gut aus. Es hat gerade noch mal eben geregnet. Ein kleiner Schauer ist über uns weggezogen. Das ist genau Punkt 8. Ja, super, ne? Porto Santo hat uns gut gefallen. Wir kommen wieder. Wir sind jetzt eine knappe Stunde unterwegs. Der Wind hat ein ganz kleines bisschen aufgefrischt, aber wir sind bei 13, 14 Knoten etwa. Laufen 6 bis 6,5 Knoten durchs Wasser. Fühlen uns sehr wohl. Die Welle ist mittlerweile auch höher geworden, geschätzte 1,50. Es ist auch mal eine größere dabei, aber man kann das ja schlecht schätzen. Die Insel wird immer kleiner da hinten. Vielleicht ist was dran. Keine Goldmarkkleber, das ist verdammt. Der kleine Tuna war genau richtig zum Abendessen. Fischfilet mit Zitrone und Kartoffelsalat. Die Nacht war ziemlich durchwachsen. Zunächst mal war ein Winddreher dabei, konnten die Höhe dann nicht so richtig oder wir konnten dann den Kurs nicht so laufen, wie wir das wollten. Die Segel standen schlecht. Man muss sich auch dann erst wieder dran gewöhnen. Ich habe dann von 6 bis kurz nach 12 versucht zu schlafen, das ging aber nicht. Petra hat fleißig Wache gemacht. Es war aber dadurch, dass hier überhaupt kein Verkehr ist, langweilig. Teilweise war es stockefinster, weil Wolken da waren und dann riss die Wolkendecke auf und wir hatten einen fantastischen Sternenhimmel.
Sterne bis zum Horizont runter, Meeresleuchten. Also von der Seite her war es ganz nett. Aber es ist eben anstrengend, weil man doch ein ziemliches Schlafdefizit hat. Es ist Sonntag, 12 Uhr. Wir haben die Hälfte der Strecke hinter uns. Es bleiben noch 144 Seemeilen übrig. Der Wind ist schwach, mit ungefähr 10 Knoten, bringt uns aber immerhin bei 70 Grad Einfallswinkel 5 bis 6 Knoten Geschwindigkeit über Grund. Und so geht es eigentlich ganz gut. Die Welle ist, naja, als 1 Meter bis 2 Meter. Es kommt immer mal jede fünfte, die ist dann sehr hoch, aber das macht nichts. Wir haben Vollzeug drauf und fahren mit ausgestelltem Großbaum. Fock steht auch gut. Nach 24 Stunden auf See haben wir ein Etmal von 132 Seemeilen erreicht. Das entspricht einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 5,5 Knoten. Eine von den wenigen Begegnungen auf der Hohen See. Hier ist die Indian Solly und da sind wir. Die ist uns gerade hier entgegengekommen. Man sieht sie hinten am Horizonte, ungefähr 4 Meilen von uns entfernt. Haben sich unsere Wege gekreuzt. Eine kleine Abwechslung in unserem Segelalltag hier an Bord. Unser SweTech-Hydrogenerator ist pausenlos im Einsatz und sorgt für volle Batterien. Ich habe es ja schon öfters erwähnt, dass die Anschaffung des Hydrogenerators eine sehr gute Entscheidung gewesen ist. Sobald wir über 4 Knoten durchs Wasser laufen, werden unsere Batterien geladen. Je schneller wir unterwegs sind, desto effektiver arbeitet der SweTech. Bei 6 bis 7 Knoten Geschwindigkeit liefert das Gerät 15 bis 20 Amperestunden. So können wir nicht nur alle Verbraucher eingeschaltet lassen, sondern es reicht sogar auch noch, um die Batterien zu laden. Unter Vollzeug geht es in die zweite Nacht auf See. Mola Mola gleitet durch die Nacht und wir genießen besonders die Stimmung in der Abenddämmerung. Gerade Kollisionskurs mit einem Frachter und der ist nicht ausgewichen. Wir mussten ausweichen, war sehr spannend. Ich habe den mal über Funk angerufen, keine Antwort, nichts, gar nichts. War auf jeden Fall eine sehr unschöne Situation. Wir haben also Glück gehabt, dass der Wind uns hold war und wir ohne große Probleme Ausweichmanöver fahren konnten. Am Morgen des zweiten Tages erreichen wir bei gutem Wetter und achterlichen Winden die Durchfahrt zwischen Alegranza und La Graciosa. Lanzarote.
Gegen 13 Uhr können wir die Hafeneinfahrt von Arrecife gut erkennen und bereiten unseren Landfall vor. Es ist für uns ein ganz besonderes Gefühl, nach 2 Monaten wieder zurück in den bekannten Hafen zu kommen. Zurück. Ich freue mich so. Schön. Ja, das Übliche in der Einfahrt mit Rückenwind fährt man jetzt hier in den Kanal rein. Man kann praktisch den Rückwärtsgang schon fast einlegen, weil man da so schnell reingedrückt wird. Sind wir hier in Arrecife eingelaufen, haben wieder unseren schönen G21 bekommen. Einfahrt hat gut geklappt, ein gutes Manöver und ich bin sehr zufrieden. Unseren kleinen Suzuki Außenborder werden wir hier nun nicht mehr brauchen. So spülen wir ihn gut mit Süßwasser und motten ihn ein. Gleiches gilt auch für die Logge, die bei langen Liegezeiten stets durch Bewuchs blockiert wird. So, Service von unserem Honda gemacht. Vergaser leer gemacht. Benzin, Tank ebenfalls leer gemacht. Kommt das Filter wieder rein. Ja. Im Cockpit sieht es dann natürlich wüst aus, wenn wir die Wachskiste leer geräumt haben, um den Honda da wieder unterzubringen. Der Honda geht jetzt wieder schlafen. Der hat uns vor Anker hat er uns sehr, sehr gute Dienste erwiesen. Und jetzt kommt er da hinten wieder rein. Da steht noch ein 20er Diesel drin. Wenn wir das Boot für eine längere Zeit verlassen, nehmen wir stets das Vorsegel herunter, um es nicht unnötig der UV-Belastung auszusetzen. Vorher muss es jedoch gut abgewaschen werden. Ich mache jetzt den Steg noch sauber, weil Kalima ist natürlich hier überall und können wir gleich das Segel, was jetzt gerade schön trocknet, abnehmen und falten wollen. Dann wäre das natürlich blöd, wenn das auf dem dreckigen Steg hier liegt. Beim Aufräumen hier diese Rettungswesten noch gefunden. Die haben eine letzte TÜV-Abnahme 2013 gehabt. Und die werden wir jetzt mal ins Wasser schmeißen, mal gucken, was passiert.
Test bestanden. Nummer 2. Dachte ich? Ja. Rettungsmittel namhafter Hersteller sind in der Regel enorm langlebig. Werden die Prüfungsintervalle eingehalten, können auch ältere Rettungsmittel verwendet werden. Wir machen von Zeit zu Zeit gerne einmal einen Test und haben noch nie eine Fehlfunktion festgestellt. Wenn man sich öfters mal mit der Rettungsweste beschäftigt, stellt man fest, dass es gar nichts besonders schwierig ist, die Funktion zu prüfen und eine neue Patrone einzusetzen. In der Saison 2024 haben wir von Lanzarote aus Gran Canaria besucht und erlebten dort den Karneval. Über Fuerteventura segelten wir gemeinsam mit der Bijou zurück nach Lanzarote. Erst im Juni konnten wir aufbrechen nach Madeira. 119 Meilen bis nach Quinta del Norte. Da uns die Zeit zu weit fortgeschritten erschien, beschlossen wir, nicht auf die Azoren zu segeln, sondern nach Porto Santo. Eine gute Entscheidung, denn die Tauchabenteuer dort sind uns unvergesslich geblieben. Was nun die nächsten Ziele sind? Keine Ahnung. Wir lassen uns überraschen und werden sehen, was sich ergibt. Euch möchten wir danken, dass ihr uns begleitet und wünschen euch alles Gute und Fair Winds. Eure Mola Molas.